Wege im Garten sind immer ein Thema und natürlich auch allgegenwärtig, aber ebenso vielfältig. Steinplattenwege oder auch solche Mulchwege erfüllen jeweils ihren Zweck. Hier bei uns ist schon alles vorbereitet. Wir wollen einen Kiesweg vom Rasen zur Veranda hin anlegen. Eine 20 cm dicke Schicht Erde wurde ausgehoben und schon teilweise mit Recycling-Schotter bzw. 032er Grädermaterial befüllt. Zwei Schnüre werden seitlich als Hilfslinien gespannt, damit der Weg später auch schön gerade verläuft. Danach wird der Rest dieser Tragschicht eingebracht und mit einem Rechen gleichgezogen. Pflastersteine dienen als Begrenzung rundum und werden entlang der Schnüre verlegt und mit einem Gummihammer festgeklopft. Und mit diesem 20 cm dicken Unterbau ist so ein Weg sogar mit einem PKW befahrbar. Dazu eignet sich so ein Kiesweg nicht wirklich, aber mit Platten oder vollflächig verlegten Pflastersteinen wäre es möglich. Dann wäre so ein Weg auch rollstuhlgerecht. Aber schneller geht natürlich so ein Kiesweg. Die Schnüre werden dann wieder entfernt und die Außenseiten werden mit Erde hinterfüllt, damit die frisch verlegten Begrenzungen von der Füllung später nicht nach außen gedrückt werden. Die restliche Fläche innen wird weiter aufgefüllt, sodass noch ca. 3 cm Luft bleiben für die abschließende Splittschicht. Und bevor es weitergeht, wird der Unterbau nochmals verdichtet. Die passende Korngröße für den endgültigen Belag liegt zwischen 6 und 15 mm. Am besten verwendet man dafür kantigen Splitt, denn dieser verfestigt sich stärker und lässt sich angenehmer begehen als runde Kieselsteine. So ein Weg lässt Regenwasser im Boden versickern. Man muss keine Fugen setzen und er ist leicht auszubessern und zu erweitern.